Thomas Tuchel will Kylian Mbappé zum FC Bayern München holen. Wie ist der Stand bei Palinha? Wird er im Winter doch zum FC Bayern München wechseln? Und könnte es sein, dass sowohl Alphonso Davies und Jamal Musiala den FC Bayern München bald verlassen und ihre Verträge nicht verlängern? Alle Infos dazu bekommst du in diesem Video. Die Thematik rund um João Palinha, das war wohl der verrückteste Transfer, den ich in meiner Karriere, in meiner Laufbahn als Bayern-Fan wohl jemals mitbekommen habe. Es hieß, er kommt zum FC Bayern, der Wechsel ist durch, er war schon beim Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder, er war auf dem Gelände vom FC Bayern München und dann kurz vor 18 Uhr gegen Ende des Deadline Days war der Transfer dann auf einmal off. Palinha hat keine Freigabe vom FC Fulham bekommen, weil diese zu dem Zeitpunkt kein Backup für ihn gekriegt haben. Sie hätten keinen Spieler verpflichten können, um João Palinha zu ersetzen, weswegen dann die letzte Freigabe nicht erteilt wurde und Palinha am Deadline Day also doch nicht zum FC Bayern gewechselt ist und zurück nach Fulham musste. Dazu kam dann auch noch rund 2 Wochen nach dem Deadline Day, am 14.09. die Meldung, dass João Palinha seinen Vertrag bei Fulham vorzeitig verlängert hat und damit einher gingen dann auch Gerüchte, dass der FC Bayern München möglicherweise Abstand nehmen würde von diesem Transfer. Im Sommer hatten die Bayern 65 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung für den portugiesischen defensiven Mittelfeldspieler geboten und dann hieß es, dass der FC Bayern wohl im Winter oder vielleicht sogar erst im nächsten Sommer nicht nochmal bereit wäre, so eine hohe Summe für João Palinha zu bezahlen. Nach der Jahreshauptvergangenheit am vergangenen Sonntag gab es dann aber auch einige Interviews und unser Sportdirektor Christoph Freund hat dazu gesagt, dass João Palinha definitiv weiterhin ein Thema für den FC Bayern München ist. Das heißt, wir könnten einen Transfer im Wintertransferfenster durchaus erwarten. Allerdings hat Freund auch betont, dass eben die Sechsersuche beim FC Bayern München ein sehr komplexes Thema ist. Der FC Bayern München hat neben João Palinha auch noch andere defensive Mittelfeldspieler auf dem Zettel, die potenziell zum FC Bayern München wechseln könnten, denn Thomas Tuchel sucht ja nach wie vor eine Holding Six. Er will einen defensiven Mittelfeldspieler haben, der ein klarer Abräumer ist vor der Abwehrkette. Zudem ist der FC Bayern München ja auch immer noch auf der Suche nach einem rechten Verteidiger. Einerseits, weil die Position mit Masraoui und dann Bounassar nicht so wirklich zuverlässig besetzt ist. Zudem wird Masraoui ja auch zum Afrika-Cup fahren, zum Anfang des kommenden Jahres. Das heißt, da braucht man unbedingt einen Ersatz. Und sofern man dort einen Ersatz holt, ist Konrad Leimer, der in den letzten Wochen diese Position häufiger bekleidet hat, auch nicht mehr gezwungen, dort zu spielen, sondern Konrad Leimer rutscht dann wieder in seine ursprünglich vorgesehene Rolle als defensiver Mittelfeldspieler. Und andere potenzielle Kandidaten für den FC Bayern München im defensiven Mittelfeld wären einmal Martin Zubimendi, defensiver Mittelfeldspieler von Real Sociedad, oder ein Mann, der auch schon im Sommer ein Thema war, und zwar Calvin Phillips von Manchester City. Beide Spieler sind potenzielle Optionen für den Winter. Wenn ihr dazu noch mehr Infos haben wollt, schreibt es in die Kommentare, dann bekommt ihr dazu auch ein Video. Wir machen weiter mit einem ganz heißen Thema, und zwar Alphonso Davies und Jamal Musiala. Es ist kein Geheimnis, dass Real Madrid an beiden Spielern interessiert ist, beide Spieler gerne verpflichten würde. Allerdings ist es genauso wenig ein Geheimnis, dass der FC Bayern München natürlich alles daran legt, die beiden Spieler langfristig im Club zu halten. Bei der Jahreshauptversammlung hat Bayern-Präsident Heiner gesagt, zunächst einmal haben wir bei Jamal ja noch einige Jahre Vertrag. Natürlich würde mich das freuen, wenn Jamal lange bei uns bleibt. Das hat er in seiner Rede gesagt, also schon mal ein bisschen Druck in Anführungszeichen auf Jamal Musiala ausgeübt. Klar ist, Musiala hat noch Vertrag bis 2026. Das heißt, er hat noch aktuell 2,5 Jahre Vertrag beim FC Bayern München. Das heißt, der FC Bayern hat definitiv noch etwas Zeit, um den Vertrag zu verlängern. Und das würden sie auch sehr, sehr gerne machen. Jamal Musiala ist erst 20 Jahre jung. Auch Bayern-Präsident Heiner hat ihn gelobt. Er sagte, er ist ein unheimlich toller Spieler. Ich glaube, er weiß auch genau, was er am FC Bayern hat. Und das zeigen wir ihm auch. Allerdings ist Jamal Musiala in Anführungszeichen noch nicht die allerwichtigste Personalie, weil er eben noch länger einen Vertrag hat. Aber aktuell ein bisschen schwieriger gestaltet sich die ganze Vertragsverlängerung bei Alphonso Davies. Alphonso Davies Vertrag läuft nämlich nur noch bis Sommer 2025. Das heißt sogar ein Jahr weniger als Jamal Musiala. Und er könnte dann potenziell jetzt im kommenden Sommer, wenn er nur noch ein Jahr Restvertrag hat, den Verein für eine ordentliche Ablösesumme verlassen. Real Madrid ist stark an dem Kanadier interessiert, weil sie mit Folomondi und einem weiteren Neuzugang in diesem Sommer noch keine richtige Lösung auf dem linken Verteidiger haben. Das ist in ihrem All-Star-Team eine wirkliche Schwachstelle. Herbert Heiner hat auch Alphonso Davies gelobt. Er sagte, er ist einer der weltbesten Verteidiger geworden und natürlich möchte auch er ihn beim FC Bayern München halten. Es ist aber das ernsthafte Interesse aus Madrid, was diese Verlängerung aktuell etwas schwerer macht. So gibt es sogar schon Kontakt zwischen Alphonso Davies Seite und auch der Seite von Real Madrid. Das hat Sport1-Reporter Kerry Howe in seinem Podcast Die Bayern-Woche, kann ich euch übrigens sehr empfehlen, berichtet. Seine aktuelle Tendenz ist wohl, dass Alphonso Davies den FC Bayern gerne verlassen würde und auch sehr, sehr gerne zu Real Madrid wechseln würde. Dazu ist zu sagen, dass es momentan noch keine aktiven Gespräche zwischen Alphonso Davies und dem FC Bayern München gibt, zwecks einer Vertragsverlängerung. Was wird bei Alphonso Davies und Jamal Musiala? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich denke, man sollte beide Spieler halten. Die sind sehr wichtig fürs Team, sie sind sehr jung und können den FC Bayern
auf lange Zeit prägen. Und wir machen weiter mit der letzten und auch noch fettesten Meldung. Thomas Tuchel will Kylian Mbappé haben. Zumindest hat er das scherzhaft in einem Interview für einen französischen Fernsehsender gesagt. Zwar ist ein Transfer kaum vorstellbar, allerdings weiß man auch, dass Kylian Mbappé potenziell im nächsten Sommer ablösefrei zu haben ist. Und Thomas Tuchel und Kylian Mbappé kennen sich schon aus ihrer gemeinsamen Zeit für Paris Saint-Germain. Demnach haben die beiden ein sehr, sehr gutes Verhältnis, also ist das vielleicht ein kleiner Pluspunkt und man könnte so Kylian Mbappé zum FC Bayern locken. Ganz klar ist natürlich, Kylian Mbappé ist der Nummer 1 Transferkandidat für Real Madrid. Die werden alles geben, um den Franzosen zu verpflichten, aber der FC Bayern wäre auch interessiert und haben Mbappé auf ihrer Liste, auch wenn es eine der unrealistischen Optionen ist. Stellt euch allein dieses Bayern-Team vor, einen Sané, der so stark ist, vorne eine Doppelspitze aus Harry Kane und Kylian Mbappé und auf der linken Seite noch einen Coman, einen Jamal Musiala hat man noch, das wäre ein Hammer-Team. Allerdings wird Kylian Mbappé vermutlich ein Gehalt von 70 bis 80 Millionen Euro pro Jahr fordern, was utopisch ist. Der Topverdiener beim FC Bayern München ist momentan Harry Kane mit ca. 25 Millionen Euro Gehalt. Das könnte der FC Bayern vermutlich nicht stemmen, Mbappé zu bezahlen. Thomas Tuchel scherzt in dem Interview, dass er sogar persönlich Mbappé mit dem Fahrrad abholen würde und sich somit also metaphorisch stark für den Transfer einsetzen würde. Ich bin sehr gespannt, das wäre ein Hammer-Ding, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Das war's mit diesem Video. Check jetzt hier gerne noch mein letztes Video ab und schreib deine Meinung zu den News in die Kommentare.